dieses Trachtenkleidchen möchte ich euch heute zeigen, wie das gemacht wird. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Danke für eure lieben Kommentare. Also für mein Trachtenkleidchen brauchen wir die graue Farbe, dann rosa und weiß. Ihr könnt auch andere Farben nehmen. Türkis wird vielleicht auch nicht schlecht aussehen. Aber ich hatte jetzt das. Und ich hatte die Wolle noch. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist so Acrylwolle. Habe in Häkelnadel mit 3,5 dafür getan. Wenn ihr jetzt in andere Wolle, müsst ihr immer Maß nehmen. Ob das auch passt. Das ist für eine 42 cm Puppe. Dann meine Anleitung. Und ich habe diesmal hier so Holzknöpfchen für vorne, nehme ich so als die Anleitung. Es wären ein und das Oberteil 61 Luftmasche und 60 feste Maschen. Also wir stechen deshalb 61 in die zweite erst ein und machen feste Maschen. 60 Stück bis zum Schluss wäre das dann. Dann kommen 60 Stäbchen. Also hier die feste Maschen. Dann drehen wir, dann kommen bis zur fünften Reihe kommen 60 Stäbchen. Und dann kommen die Träger. Ich mache das mal bis hierhin fertig und dann zeige ich euch das. Jetzt habe ich das hier einmal ja rum. Hier, das wird ja vorne zugemacht. Und das ist dieses Stück vom Ärmel bis hier. Das waren ja hier die bis zur fünften Reihe die 60 Stäbchen. Jetzt machen wir 6 Kettemaschen. Und zwar sind das dann diese hier, um an die Träger da zu kommen. Also, Kettemaschen. Nein, da ist das Loch. Das ist ganz einfach. Stechen wir rein, holen den Faden, ziehen durch. Einmal. Zweimal, drei, vier, fünf, sechs. Dann komme ich ohne was bis hier hin. Man könnte das auch abschneiden und hier anfangen. Das machen wir nachher bei die zweite. Aber das wäre blöd. Jetzt 4 Stäbchen. Also 2 Luftmaschen ist ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Drehen das rum, machen 2 Stäbchen, ist wieder ein für 1. Na, wirst du wohl. 1, 2. Einmal, zweimal, 3. Na, geh rein. 4. Und so machen wir das wieder rumdrehen, wieder dasselbe. 14 Reihen. Und dann müssen wir hier 14 Maschen freilassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Und da werden wir dann der Träger dran nähern. Dann ist dieses das Armloch. Also ich mache das jetzt mal fertig bis dahin. Jetzt habe ich die 14 Reihe fertig. Schneiden wir das ab, aber ein bisschen länger. Wir müssen das ja zum Vernähen brauchen. Okay, also ich hatte ja geschrieben, 14 Reihen, jetzt 14 Maschen freilassen. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also hier war die 14. Dann nehmen wir, gucken, dass ihr das nicht verdreht. So, hier dran wird das jetzt hier genäht. Da dran. Jetzt gehen wir von an die andere Seite. Dann 6 Stäbchen, wie wir hier vorne ja die 6 Kettenmaschen gehabt haben, machen wir hier, das wären 2, 4, 6. Was war das jetzt? 2, 4, 6, also in die siebte stechen wir ein und machen hier wieder die 4 Stäbchen, also 1, 2, 3, 4
und drehen da darum, wie wir das eben gemacht haben, und machen hier die 14 Reihen. Dann die 14 Reihen, 14 Maschen freilassen, so wie wir das hier getan haben, und nähen das dann hier dran, diesen Träger. Dann hätten wir das Oberteil sozusagen fertig, da kommt nachher nur noch hier diese Umrandung, diese Verzierung. Na, seht ihr das hier? Aber dann hätten wir dieses Teil fertig. Dann kommt der Rock dran. Dann mache ich aber das hier schon mal, die Träger, fertig, damit ihr das seht. Jetzt habe ich das Oberteil fertig. Jetzt fangen wir an der Rock an. Jetzt ziehen wir den mal die Schürze aus. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Also jetzt fangen wir hier an die Schürze an. Und zwar wäre das die erste Reihe, ein Stäbchen, eine Luftmasche in jedes Stäbchen. So, machen wir dann hier den Anfang. Ziehen wir nochmal, damit das... So, also ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, und das in jede jetzt hier rein. Luftmasche, ein Stäbchen. Dadurch wird das jetzt, kommt diesen Glockenrock, weil wir durch die Luftmasche ja jedes Mal eine mehr machen. Also irgendwie bin ich hier was verhuddelt. Das läuft nicht. Seht ihr? Und jetzt kommt dann bis zur siebten Reihe, wo hier die Luftmasche ist, kommt ein Stäbchen Luftmasche. Und so wird das dann immer bis unten. Seht ihr? Immer da, wo die Luftmasche ist, das Stäbchen Luftmasche und dann so runter. Wem das jetzt hier zu kurz ist, ich habe ja noch das Höschen der angezogen, was ich auch mal ein Video drüber gemacht habe. Aber ich fand das jetzt so ein bisschen kürzer, schöner. Ihr könnt ja da hier ein paar Reihen mehr machen, dann wird das auch länger. Oder wenn ihr den als ganz langen Rock, also einfach immer weiter, bis ihr die Länge habt, die ihr haben möchtet. Jetzt mache ich das dann hier bis zur siebten Reihe. Ah ja, was ihr hier denn vorne macht, wenn wir nachher hier vorne sind, häkeln wir das dann hier zusammen. Das ist das Vorderteil, wo nachher die Knöpfchen dran kommen, und hier wird dann ab hier der Rock zusammengehäkelt, immer denn so im Kreis. Ich habe jetzt hier bei dem Rock eine Reihe mehr gemacht, weil, aber mir gefiel das Kurze jetzt besser. Aber damit ihr das mal seht ihr, baut bloß eine Reihe mehr, dann wird die schon länger. Jetzt brauchen wir Rosa. Und zwar also, hier bin ich jetzt bis hier, habe aber 8 Reihen dann gemacht. Jetzt kommt die nächste Reihe, und zwar in Rosa. Den Grauen lassen wir aber hängen, weil den brauchen wir nachher für eine Reihe ja feste und für unten den Abschluss. Und zwar, manchmal ist das so was mit meinen Fingern. In jede Luftmasche 2 Stäbchen. Also, das wäre jetzt die 2 Luftmaschen, die ich gemacht habe. 2 hier in diese Luftmasche. 2 in die nächste 2. Immer da, wo die Luftmaschen sind, kommen 2 rein. Und so machen wir da rundherum. Und dann machen wir in Grau hier feste Maschen. In jede Stäbchen kommt eine feste Masche. Seht ihr das? Das sind hier die Stäbchen, die ich gerade gemacht habe, und hier die feste. Und dann kommt in Grau feste Masche in jedes Stäbchen. Und dann kommt Weiß in jede zweite feste Masche 2 weiße Stäbchen. In jedes zweite. 2 feste. In jede
Zweite feste Masche, zwei Stäbchen. Manchmal habe ich ja doch mit Stäbchen und feste Masche. Und dann kommt grau, aber das muss ich der Abschluss euch wieder zeigen. Dann wäre der Rock auch fertig. Okay, ich habe das jetzt fertig, hier bis zur weißen. Jetzt kommt ja hier unten diese Verzierung, diese Zickzack. Das wäre hier die graue. Das wäre jetzt eine, in jede zweites Stäbchen eine feste Masche, drei Luftmaschen und zurück in der erste Luftmasche in Kettemasche. Also, jetzt machen wir zuallererst mal die feste Masche. Na, muss ich mal hier ziehen, damit die wieder länger wird. So. Dann eins, zwei, drei Luftmaschen. Und in die erste die Kettemasche. Gehen wir zurück, holen den Faden, ziehen durch. Wieder in die zweite die feste Masche. Dann 1, 2, 3. Das müsst ihr gut euch anschauen, weil das ist auch nachher die Zierde um den Hals. Wieder in die zweite rein. Dann 1, 2, 3 Luftmaschen, in die erste zurück, Faden holen, durchziehen, die Kettemasche. 1, 2, die feste. Seht ihr, dann haben wir diese Spitze, die wir ja hier um den ganzen Hals, wir fangen hier unten an. Wir fangen an, was nachher hier oben drauf kommt. Das eine, das lassen wir. Hier und dann ganz hier alles rundherum, in, aber nur innen. Hier am Ärmel nichts. So rum und hören hier auf. Also hier fangen wir unten an und eins hören wir oben auf. Der Ärmel kommt ja nachher, das Weiße. Okay, jetzt mache ich dieses und das mal fertig. Alles mit dieser feste Masche, drei Luftmasche, Kettemasche. Ja, und dann wäre das Röckchen schon weit. Jetzt habe ich das auch schon hier umhäkelt. Genauso wie hier unten diese Spitze. Und jetzt kommt ja der Ärmel dran. Sieben Stäbchen. Und zwar komme ich auf die sieben Stäbchen. Ich tue hier die Hälfte. Dann sind das nämlich sieben Stäbchen. Und dann mache ich sieben Stäbchen. 1, 2 ist immer für das erste. Und in die Ecke, da kommen zwei rein. Und hier in die Ecke, da kommen zwei rein. Eins, zwei in eine. Und jetzt hier rundherum. Also zwei in ein Stäbchen, kommen 22. Dann bin ich wieder hier in die Ecke. Da kommen wieder zwei rein und dann wieder die sieben. Dann sind das 38 Stäbchen, also rum kommen... drei Reihen bis zur vierten Reihe kommen die 38 Stäbchen. Dann kommen zwei Maschen zusammenhäkeln. Ich häkel das jetzt mal bis hierhin und dann zeige ich euch das. Hier geht ja wieder normal weiter. Dann müsst ihr das irgendwie gucken, zählen. Das ist immer so eine Seite. Gar nicht, manchmal gar nicht so einfach. Na, wirst du wohl kommen. Na ja, also mal der Vorführeffekt. Wenn wir hier und so nochmal zwischen, dann zählt er, dass hier rum 22 sind. Okay, ich den Ärmel, also die vierte Reihe fertig. Da war ja immer gleich die 38 Stäbchen. Jetzt muss ich zwei Maschen zusammenhäkeln. Also, aber auch Stäbchen sollte ich dahinter schreiben, Stäbchen, wa? Sonst macht man feste. Also zwei Luftmaschen und dann die eine und die nächste.
Einmal drei durchziehen, zweimal. Also die erste Stäbchen einmal drauf, rumwickeln, die nächste holen, die drei durchziehen und die drei durchziehen. Dann habe ich aus zwei eins gemacht. Also noch einmal. Holen, um die Nadel holen, die ersten drei durchziehen und die nächsten drei. Und dadurch wird das dann, seht ihr hier, enger. Und dann wieder wie hier unten, diese Zickzackspitze kommt halt hier um die Ärmel rum. Dann wäre der Ärmel fertig. Knöpfchen dran nähen und was so an Fäden ist, vernähen. Jetzt kommt die Schürze dran. Und zwar wäre die Schürze 26 Luftmaschen, die habe ich schon mal gemacht. Und dann 25 Stäbchen. Die erste also links liegen lassen, in die zweite rein. Und dann jetzt 25 Stäbchen häkeln. Und das bis zum Schluss. Und zwar Reihen. Bis zur siebten Reihe. Das sind denn 2, 4, 6 Reihen. Dann kommt hier dieses Grau. Das muss ich euch aber noch zeigen. Also jetzt mache ich den Ärmel fertig und die Schürze, dieses Rosa. Das Gleiche habe ich jetzt soweit fertig. Ich muss nur noch hier was vernähen und die zwei Knöpfchen hier dran nähen. Okay, jetzt die Schürze habe ich jetzt auch das untere Teil fertig. Jetzt wäre ja dieses Graue. Also 50 Luftmaschen hatte ich hier genommen und dann 50 feste Maschen zurück. Das wäre nämlich dieses Teil. Und jetzt häkeln wir das hier dran. Mit alles feste Maschen. Das müssten dann nämlich 25 feste Maschen auf die Schürze sein. Seht ihr? So. Nächste. Nächste. Bis zum Schluss hier. Dann kommen 50 Luftmaschen. Also das war das Teil, was ich gerade gezeigt habe. 50 Luftmaschen und 50 Stäbchen wieder zurück. Und die werden hier verbunden. Dann wäre die Schürze nämlich auch fertig. Wem das jetzt hier zu lang ist, aber ich kriege eine wunderschöne Schleife, sodass das hinten noch was runter hing. Also der kann das ja was kürzer machen. So, jetzt mache ich das fertig, vernähe das und Knöpfchen und dann haben wir das ja bald fertig. Jetzt habe ich alles fertig. Deshalb diese 50 Luftschlangen und feste Maschen, dann gibt das hinten eine schöne große Schleife. Wenn das jetzt zu viel ist, dann musst du ein bisschen weniger nehmen. Hier habe ich jetzt eine Reihe mehr, wie hier. Das ist auch jetzt Geschmackssache. Der eine möchte es größer oder der eine kürzer, das Röckchen. Hier nochmal die Anleitung, aber unten drunter, unter dem Video ist unser Shop, da könnt ihr auch ausdrucken, aber wer das jetzt nicht kann, der muss denn den Computer auf Vollbild und auf Stand und abschreiben. So, also, bis zum nächsten Mal.